Herzlich willkommen allen Löwinnen, allen Löwen in unserer 60er Alm. Zwar bei strahlendem Sonnenschein, aber jetzt doch leider mit hängenden Mundwinkeln nach unserem total unglücklichen Spiel gegen Ulm. Man ringt ein bisschen um Worte. Wenn in der 94. Minute ein Gegentor fällt nach so einem aufopferungsvollen Kampf, dann ist es doppelt schwer runterzuschlucken. Trotzdem bitte ich euch um einen großen Applaus. Erstens mal, weil er mitgekommen ist und zweitens mal, weil sie wirklich super gefightet haben, unsere Jungs heute. Leroy Quattro ist dabei beim Hackabschau Fan Talk. Schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Tag. Lee, ein paar Situationen, über die wir natürlich sprechen wollen. Wir sind 1:0 in Führung gegangen. Das Tor wurde nicht gegeben. Angeblich Stürmerfoul von Mansur. Wie hast du die Situation gesehen? Schwierig für mich zu sagen. Ich mache den Block auch, so wie Mansur. Und ich finde einfach im Fußball, dass man ganz normal Block stellt. Und für mich ist es ein reguläres Tor gewesen und zu Unrecht abgepfiffen. Ich habe es auch so gesehen, ohne das jetzt werten zu wollen, aber Jesse Verlat köpft das 1:0 und Jesse hat eigentlich keinen Gegenspieler, sondern er pfeift eben den Block von Mansur. Ja, könnt ihr euch gerne alle zu Hause mal dann anschauen, aber ich denke, es ist so, wie du gesagt hast, haben dann noch eine Riesenchance durch Nankishi, doch vielleicht noch auf 1:0 zu stellen und dann, ja, glaube ich, waren noch ein, zwei Entscheidungen, die uns nicht so in die Karten gespielt haben. Kili Ludewig ist, weiß nicht, ihr werdet es gemerkt haben, vor dem Spiel ganz, ganz kurzfristig ausgefallen. Der wäre eigentlich in der Startelf gewesen. Dann kam Kahn rein, früh mit Gelb. Alles nicht für uns gelaufen. Ja, war schon von Anfang an ein bisschen schwierig. Kili ist ausgefallen, Kahn hat relativ gut gemacht, aber leider früh Gelb bekommen. Und da war das Risiko schon sehr hoch, dass er Gelb-Rot bekommt. Und da haben sie halt schon richtig reagiert und gewechselt. Greili hat es ganz gut gemacht auf rechts, ist halt ungewohnt, ne, mit dem linken Fuß. Mir fehlen halt immer noch ein bisschen die Worte, wie das Spiel halt dann zu Ende gegangen ist, weil wir haben sie gut neutralisiert. Wir hatten ein, zwei Chancen selber und Ulm hatte wenig Ideen, das, was wir eigentlich auch wollten. Und deswegen tut es umso mehr weh heute. Ja, tut furchtbar weh. Letztendlich kam dann eins zum anderen, auch noch eine rote Karte. Auch da können wir gerne mal drüber diskutieren. Wie hast du die Situation gesehen? Die Situation war ein bisschen hektisch. Ich habe vorher einen Abschluss, wo der Torwart nicht den Ball festhält. Da wollte Marlon, denke ich, mal ein Zeichen setzen, weil er den Konter unterbinden wollte. Ich finde, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Tempo dabei hat. Ich aber trotzdem zum Schiedsrichter zum Beispiel gegangen bin und habe gesagt, dass er auf jeden Fall Gelb geben muss, aber keinen Roten, dass es halt ein Dunkelgelb ist. Und die rote Karte ist, finde ich, nicht nötig. Hat uns dann aber noch enger zusammengeschweißt und ich glaube, auch das konnten wir kompensieren. Das war jetzt nicht so, dass wir durch ihn oder sonst was verloren haben, sondern gerade dadurch sind wir sogar noch enger zusammengerückt und haben alles im Spiel verteidigt, keine Torchance zugelassen. Marco hat kaum was gehalten eigentlich, was gefährlich war. Und dann kam halt die 94. Minute. Eine Situation wollte ich dich noch fragen, und zwar vor der glattroten Karte lag Tim relativ lang am Boden. Auch da, kann man das vorher schon abpfeifen? Ja, kann man abpfeifen. Ich finde, die Schiedsrichter, die pfeifen ja aktuell so, wie sie wollen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Sie machen, ja. Ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen schwierig zu sehen. Ulm fährt den Konter, unser Spieler liegt halt auf dem Boden. Sie könnten halt selber den Ball rausspielen, haben sie halt nicht gemacht, hat jetzt wenig mit Fairplay zu tun gehabt. Da wollte man auch, wie gesagt, ein Zeichen setzen, weil ein Spieler von uns auf dem Boden lag und hat der Schiedsrichter halt dann anders gesehen. Ja, dann aufopferungsvoller Kampf, der leider nicht belohnt wurde. Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, 94. Minute, wenn du ein Gegentor kriegst und in so einer Situation zu 10, da braucht man nicht mehr lange reden. Machen wir bei einer Heimniederlage nicht so gern. Ich würde trotzdem gerne mit euch anstoßen, weil ich fand, die Mannschaft hat heute aufopferungsvoll gekämpft. Wir hatten. Danke. Wir hatten
bei nicht nur einer Situation die Schiedsrichterentscheidung heute nicht auf unserer Seite. Deswegen sage ich jetzt mal, es war jetzt kein spielerisches Unvermögen, das war einfach auch ganz, ganz viel Pech, ganz, ganz viele Situationen, die einfach gegen uns liefen. Und ja, Freitag geht's weiter. Wir sehen uns in Dresden. Lee, schnapp dir ein alkoholfreies. Wir lassen den Kopf natürlich nicht hängen. Die Serie ist jetzt leider erstmal beendet, aber das heißt nicht, dass wir wieder eine neue starten können. Heute lief nicht viel für uns und deswegen, ja, danke, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Beim HK Show Fandruck, danke, dass ihr so ruhig wart. Wir wollen gemeinsam mit euch anstoßen. Auch das werden wir wegstecken und sagen dann alle zusammen, auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost. Dankeschön.